sagen, spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Ich hoffe, ihr habt alle euer Paket griffbereit. Das Cuttermesser oder die Schere oder sonstiges. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, starten wir das Unboxing. Probiotische Wirkstoff Biotilis. Ich fange mal mit der Herstellung an. Wird aus einem Lactobacillus gewonnen, aus dem Lactobacillus pentosus. Der wird in einer Nährlösung aufbereitet und fermentiert diese Nährlösung, wandelt die also praktisch um. Und aus dieser Nährlösung, aus diesem Ferment und aus diesen Bakterien wird dann der Wirkstoff gewonnen. Der regeneriert oder stärkt die Hautbarriere. Es ist also nachgewiesenermaßen so, dass der transepidermale Wasserverlust, also das Verdunsten von Feuchtigkeit aus der Haut, verhindert wird durch diesen Wirkstoff und dass eben das Wachstum von guten Hautbakterien gefördert wird und damit das Wachstum von schädlichen Keimen behindert wird. Ja, dadurch wird die Haut, behält ihre natürliche Feuchtigkeit, bleibt intakt, die Hautbarriere wird nicht angegriffen, Hautrötungen werden vermindert und Entzündungsreaktionen können nicht stattfinden und die Haut bleibt halt einfach in Balance, bleibt intakt dadurch. Dann hast du ja das Thema Feuchtigkeit auch schon jetzt angesprochen. Und für die Feuchtigkeit ist ja der zweite Wirkstoff sozusagen verantwortlich in der Bellen-Serie. Und das ist in dem Fall weißer Tee-Extrakt. Das Biotilis braucht sicherlich auch so ein bisschen dadurch, dass es die Hautflora beeinflusst. Aber der weiße Tee ist eben was auch sofort wirkt, wenn man die Creme aufträgt. Weißer Tee enthält ganz viele Mineralien, Antioxidantien, Polyphenole, die eben der Haut helfen, gesund zu bleiben und das Austrocknen der Haut verhindern. Und in dieser Creme zusammen mit den anderen Inhaltsstoffen spendet es eben auch Feuchtigkeit. Okay, ist also sozusagen eine Unterstützung. Genau, ist eine Unterstützung, mehr so der etwas schnellere Effekt vielleicht als das Biotilis. Das Biotilis hat auch einen Soforteffekt, aber es wirkt eben auch langanhaltender und dauerhafter noch. Alles klar. Dann hätten wir als dritten Wirkstoff noch das Sesamöl, den Pflegebooster der drei Wirkstoffe. Und der hat ja auch eigentlich eine ganz wichtige Rolle, dann nicht Feuchtigkeit, sondern mehr Fettpflege. Vielleicht könntest du uns auch dazu was erklären. Also was sind die pflegenden Eigenschaften vom Sesamöl? Genau, die Haut braucht, um gesund zu bleiben, natürlich nicht nur Feuchtigkeit. Es muss auch eine gewisse Menge Fett auf der Haut sein, um eben das Austrocknen zu verhindern. Und wir haben das Sesamöl gewählt, weil es einen hohen Anteil an zweifach ungesättigter Linolsäure hat. Das ist ein Stoff, der sehr gut in die Hautbarriere eingebaut werden kann und dadurch eben ja auch die Hautbarriere intakt hält. Sesamöl wird wegen dem
Linolsäuregehalt und auch wegen den unversalzbaren Anteilen gerne als Trägerstoff benutzt, um Wirkstoffe in die Haut einzuschleusen. Und es ist halt ein sehr angenehmes Öl fürs Hautgefühl. Es zieht sehr schnell ein und macht die Creme deswegen relativ leicht und angenehm. Ja, jetzt ist ja ein Stichwort, das du öfter genannt hast, die Linolsäure. Wieso ist die so wichtig tatsächlich als Bestandteil? Die Linolsäure ist natürlicher Bestandteil der Hautbarriere. Und dadurch, dass man sie mit dem Sesamöl von außen zuführt, wird die Hautbarriere nochmal gestärkt. Ja, hallöchen. Ich habe eine Frage noch zu den guten Bakterien und ihre Wirkweise. Kann ich mir das ähnlich vorstellen, wie es auch beim Darm ist, dass gute Bakterien sozusagen den Platz für die schlechten wegnehmen, indem sie sich andocken, so wie es ja im Darm mit den probiotischen Bakterien funktioniert? Oder wie funktioniert es da genau, dass die Bakterien einen Vorteil bringen auf der Haut? Genau, das ist ähnlich wie beim Darm. Also Bakterien brauchen ein bestimmtes Milieu, um zu wachsen. Und wenn das Milieu für die guten Bakterien gut ist, dann wachsen die halt gut und schaffen ein schlechtes Milieu für die schlechten Bakterien. Die können sich dann nicht vermehren. Okay, danke schön. Agnes, das Konzept mit diesen drei Inhaltsstoffen und auch das Verpackungsdesign ist ja an sich sehr aufgeräumt. Vielleicht erzählst du uns, was dahinter steckt. Ja, also im Grunde ist Minimalismus das Stichwort hier. Das Thema ist im Grunde ein Trend, was heutzutage immer wichtiger wird, insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen. Man spricht von einem minimalistischen Lifestyle. Das heißt, man räumt sein Leben auf und schafft eine bestimmte Struktur. Und Struktur bedeutet natürlich Klarheit, Konzentration und Fokus auf wichtige Dinge. Und es gibt, wie ihr bestimmt auch im eigenen Umfeld vielleicht kennt, es gibt Leute, die auf einmal radikal zu Hause ausmisten oder den Lebensraum, Wohnraum bewusst verkleinern, um wirklich sich auf die Dinge zu konzentrieren, die im Leben für denjenigen Mehrwert bedeuten. Und man kennt natürlich auch das minimalistische Konzept oder den minimalistischen Ansatz im Design. Und diesen Gedanken haben wir auch tatsächlich bei unserer Balance-Serie verfolgt. Das heißt, in der Rezeptur wurden nur so viele Inhaltsstoffe eingesetzt, wie nötig sind. Der Fokus liegt halt auf diesen drei Aktivwirkstoffen, die Frauke euch gerade vorgestellt hat. Ich nenne sie gerne die Macher sozusagen. Das sind nämlich die Wirkstoffe, die in ihrer Kombination den Hauptjob in der Rezeptur übernehmen. Ja, da hätte ich gleich mal die Frage. Wir haben ja vor einiger Zeit die wundervolle Fußbutter bekommen. Und da stellt sich mir die Frage, wenn der Kunde jetzt gegenüber der Fußbutter und der Balance-Serie steht, zu welchem Produkt sollte er greifen? Weil beide Serien, sage ich mal, sind ja vor kurzem erst lanciert worden. Agnes, ich würde die Frage zur Position der Produkte mal an dich weitergeben. Okay, also die Fußbutter gehört ja zu unserer Wohlfühlpflegeserie. Die arbeitet sehr, sehr stark mit schönen, netten Düften.
Und die Fußbutter ist ja tatsächlich eine sehr, sehr reichhaltige Pflege, die man für intensive Wellnesspflege nutzt. Das heißt, abends mal schön auf dem Sofa Füße eincremen, als Maske verwenden oder auch über die Nacht einziehen lassen. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr reichhaltige Darreichungsform, die Butter. Die Butter sagt es ja schon aus. Hat natürlich die Wohlfühlpflege als Positionierung in dieser Serie den Hauptaugenmerk darauf. Wenn wir die Balance-Pflegeserie betrachten, das ist ja im Grunde eine andere Zielgruppe. Das ist eine Zielgruppe, die sagt, ich finde halt diesen Bereich Gesunderhaltung, Vorbeugung, Prävention sehr, sehr wichtig. Und ich möchte etwas tun, damit die Probleme erst gar nicht entstehen. Wie ihr seht, also wir setzen ja sehr wenig grafische Elemente ein. Dadurch schaffen wir ein übersichtliches und klares Design, was das minimalistische Konzept auch dementsprechend unterstreicht. Wir heben bestimmte Elemente mit Druckveredelungstechniken hervor. Die Gestaltung ist sehr fokussiert, strukturiert und klar und wirkt dadurch natürlich auch hochwertig. Ihr kennt solche Packungen sicherlich schon aus der Institutskosmetik. Zudem haben wir natürlich jetzt den Spender, was auch neu ist für uns, gewählt, der edel wirkt zum einen, aber auch zum anderen eine feine Dosierung der Crememenge ermöglicht. Und so macht das Ganze zusammen mit dem Design und dem minimalistischen Konzept der Inhaltsstoffe ein rundes Konzept. Ich verabschiede mich hiermit schon mal und gebe das Wort noch mal ein letztes Mal an Agnes und Frauke. Ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr so lange ausgehalten habt bei dem schönen Wetter draußen, also zumindest bei mir ist schönes Wetter draußen. Natürlich auch vielen Dank im Namen des Unternehmens, der Eduard Gerlach GmbH, für die tollen Beiträge, die ihr immer schreibt und ehrlich auch seid und nichts übertreibt und auch nichts untertreibt. Also es ist wirklich ganz toll, wie der Tesla-Club auch gewachsen ist und sich weiterentwickelt. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Begegnungen und hoffentlich mal auch persönlich. Von mir auch vielen Dank. Ist immer schön zu sehen, wie es ankommt, was man da so im Labor zusammen rührt. Und hat Spaß gemacht.